besten verwenden Sie bei Ihrer Arbeit mit dem Kapselfüller K100 Standard bereits getrennte Kapseln, damit Sie diese nicht mehr einzeln trennen müssen. Mit etwas Übung schaffen Sie es, innerhalb einer Stunde ungefähr 700 Kapseln zu füllen. Falls beim Befüllen der Kapseln etwas von dem Füllgut daneben geht, legen wir ein DIN A4-Blatt darunter. Als erstes stellen Sie den Vorsortierer auf den unteren Kapselhalter. Wenn dieser richtig aufliegt, füllen Sie die unteren Hälften der Kapsel ein. Nun wird das Ganze so lange hin und her geschwenkt, bis die Kapseln sich in die Löcher einfügen. Nun sind alle Kapseln drin. Wir nehmen den Vorsortierer wieder ab und sehen, dass sich einige Kapseln falschrum in den Öffnungen befinden. Um die Kapseln richtig herum reinzustecken, drücken wir die Bodenplatte ein wenig an, entfernen die Kapseln, die falsch herum liegen, und stecken sie richtig rum wieder rein. Nun machen wir das Ganze mit der unteren Platte. Der Vorsortierer wird wieder aufgesteckt und die oberen Kapselhälften werden eingefüllt. Das Ganze wird wieder hin und her geschwenkt. Auch hier nehmen wir den Vorsortierer wieder ab und nehmen nochmal das Kapselunterteil hervor. Darauf wird jetzt der Pulverrahmen aufgesteckt und das Füllgut eingefüllt. Jetzt muss das Füllgut mit dem Spatel verstrichen werden. So, als nächstes nehme ich den Stampfer, um das Füllgut festzustampfen. So, nachdem wir das Ganze ein paar Mal wiederholt haben, streichen wir den Rest zur Seite und nehmen den Pulverrahmen wieder ab. Nun nehmen wir wieder das Kapseloberteil und legen die Rückhalteplatte darauf, damit die Kapsel nicht rausfallen. Das Ganze drehe ich dann vorsichtig um und lege es auf das Kapselunterteil auf. Jetzt wird das Ganze vorsichtig zusammengepresst. So, jetzt sind alle Kapseln fertig und ich nehme das Oberteil vorsichtig ab. Die Kapseln stecken jetzt in der Rückhalteplatte und man kann sie ganz einfach in eine Schale entleeren.